海賊王になりたいわけじゃないんだよな。ゴムゴムの銀時。いいじゃん。Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Und heute ziehen wir unsere Favoriten für die 10 besten Live-Action-Anime-Adaptionen, die wirklich gut sind. 正直、ここまでは私の完敗です。でも、最後は必ず勝ちます。みんなで勝利を手にしましょう。Nummer 10. Boys Over Flowers. Dieser Anime war wirklich gut. Und wenn das auch deine Tasse Tee ist, dann kannst du nichts Besseres als Hanayuri Dango finden. Tsukushi Makino ist ein ganz normales Mädchen, aber sie gerät an die Big Four ihrer Schule. Eine Gruppe intelligenter, reicher und absolut umwerfender Jungs. Während sie sie anfangs als wichtiger abtut, lernt sie langsam ihre wahre Natur zu schätzen. Aber wenn es hart auf hart kommt, in welchen dieser Typen wird sie sich verlieben? Während viele von der koreanischen Adaption dieser Serie begeistert sind, lieben wir das japanische Pendant einfach. Nummer 9. Bleach. Ehrlich gesagt hätten wir gedacht, dass es beinahe unmöglich wäre, Bleach als Realfilm zu adaptieren. Aber zu unserer Überraschung hat die Verfilmung von 2018 die frühen Heldentaten des Ersatz-Shinigami verdammt gut wiedergegeben. Die Charaktere werden von Schauspielern wirklich gut umgesetzt. Der Protagonist wird in eine Seelensammler- und Halo-Action verwickelt, die wirklich zeigt, wie diese Kämpfe im echten Leben aussehen würden. Es ist wirklich eine Schande, dass dieser Film nicht den Erfolg hatte, den er verdient hätte, denn wir hätten uns über ein paar Fortsetzungen gefreut. Nummer 8. Alita Battle Angel. Die Leute haben einen Blick auf diese riesigen Augen im Trailer geworfen und nein danke gesagt. Aber ganz ehrlich, sie haben etwas verpasst. Whose body is this? Who am I? Angel Alita hat noch nicht die volle Anime-Adaption bekommen, die er verdient hat, aber die OVAs haben ihn ziemlich gut auf die Schippe genommen. Genauso wie Regisseur Robert Rodriguez mit seiner amerikanischen Live-Action. Nummer 7. Tokyo Revengers Serie. Tokyo Revengers ist in Japan gerade total angesagt. Es ist auch nicht verwunderlich, dass neben der Anime-Adaption auch eine Serie von Live-Action-Filmen herauskommt. Mein Name ist Hanaki Takemichi. Es scheint, als hätten die Zeitreise-Kapriolen die japanische Bevölkerung im Würgegriff. Und die Einspielergebnisse lügen nicht. Es handelt sich um eine solide Reihe von Filmen, die mit jeder Veröffentlichung besser werden. Und wir können es kaum erwarten, was sie als nächstes aushacken. Nummer 6. Gintama-Serie. Man könnte meinen, dass einige Aspekte schwer auf die Leinwand zu übertragen sein könnten, aber diese beiden Verfilmungen haben das Gegenteil bewiesen. Die beiden Filme, die auf dem Manga basieren, sind eine perfekte Mischung aus Comedy und Action. Und die Besetzung ist einfach nur perfekt. Wenn du ein Fan der Anime-Serie bist, können wir nur empfehlen, diesen Film auszuprobieren. Nummer 5. Die Death Note Serie. Es sei dir verziehen, wenn du die Live-Action-Adaption von Death Note abschreiben würdest, wenn du die absolute Travestie des Netflix-Films von 2017 sehen müsstest. Wir bekommen Albträume, wenn wir nur daran denken. Light wird in dieser Darstellung wirklich gut verkörpert. Die Adaption bietet den Ton und die Spannung, die der Manga perfektioniert hat, und enthält sogar einige Änderungen am Ausgangsmaterial, die wirklich zufriedenstellend sind. Sie wurden so sehr geschätzt, dass sie zwei Jahre später sogar einen Spin-off-Film bekamen.
監視されてるんじゃ部屋でリンゴ食えないな。Nummer 4. Alice in Borderland. Anime und Manga zu Todesspielen gibt es wie Sand am Meer, aber nur wenige haben die Ernsthaftigkeit und das einzigartige Flair von Alice in Borderland. Doch erst mit dem Aufkommen von Netflix Squid Game begannen die Menschen dieses Juwel wirklich zu schätzen. Die Realverfilmung kam so gut an, dass sie eine zweite Staffel bekam und die Manga-Vorlage noch weiter verarbeitet hat als die Anime-Adaption. Nummer 3. One Piece. Als Netflix 2020 eine Live-Action-Serie angekündigt hatte, waren viele von den One Piece-Fans skeptisch. Zum Glück wurden all unsere Bedenken zerstreut, als One Piece von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt wurde. Gamma Gang! Obwohl die Serie in vielen Momenten ihr eigenes Ding macht, ist sie der Vorlage unglaublich treu. Die Besetzung ist absolut perfekt und einige der Kulissen sind wirklich unglaublich. Andrew got drunk from a bar? Glad I made an impression. Nummer 2. GTO, Great Teacher Onizuka. Bei einer so unglaublichen und realitätsnahen Vorlage wäre es schwer, eine GTO-Adaption zu verpfuschen. Majima! Und dennoch ist diese Serie absolut herausragend in dem, was sie tut und verleiht ihr ihren ganz eigenen Charme. Auch wenn GTO nicht alle Handlungsstränge des Anime bedeckt, so sind die dramatischsten und emotionalsten Momente doch immer noch vorhanden. Und ja, Takashi Sorimaki hat vielleicht keine blonden Haare, aber er verkörpert Onizukas knallharten Charakter in jeder Hinsicht. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Die Rurouni Kenshin Serie. Was macht die Rurouni Kenshin Filme so gut? Nun, einer der Hauptgründe ist, dass die Originalvorlage perfekt für Live-Action geeignet ist. Die Filmreihe spielt während der Meiji-Ära in Japan und folgt der Geschichte des wandernden Himura Kenshin. Sie ist perfekt für alle, die ein modernes Samurai-Action-Drama suchen. Mit 5 Filmen, die im Laufe von fast einem Jahrzehnt veröffentlicht wurden, war die Serie so beliebt, dass sie mehr Manga adaptierte, als die ursprüngliche Anime-Serie es je tat. Egal, ob du ein Anime-Fan bist oder einfach nur unglaubliche Schwert-Action sehen willst, wir empfehlen dir, dir diese Serie anzusehen. Welcher Live-Action-Anime ist dein Favorit? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen. Als Bonus ist hier noch eine andere Liste, die dir gefallen könnte. Für diese Liste werden wir uns Dinge aus der westlichen Welt ansehen, die verwirrenderweise zu Anime wurden. Nummer 5. Teenage Mutant Ninja Turtles. Mutant Turtles. Superman Legend. Hallo! Fujiyama, Geisha, Tempura no Kuni, Nippon! Haben die Schildkröten nicht schon genug durchgemacht? Sie erhalten in dieser zweiteiligen OVA die Fähigkeit, sich zu fetten Superschildkröten zu mutieren, die dann ihre Kräfte kombinieren können, um einen riesigen geflügelten Mecha-Engel zu erschaffen. Wie auch immer das funktionieren mag. Im Ernst, sowohl Hollywood als auch das hier. Vielleicht wären die Jungs besser dran, einfach in der Kanalisation zu bleiben. In manchen Adaptionen laufen die Dinge nicht unbedingt zu ihren Gunsten. Nummer 4. Anne of Green Gables.
Anne mit den roten Haaren. Why is the raids on the island so red, Mrs. Spencer? Oh, how on earth should I know, Anne? Angesichts seines Status als eines der größten Kinderbücher aller Zeiten war es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis die Geschichte von Anne in ihrem neuen Leben adaptiert wurde. Das Ergebnis? Erschreckend gut auf ganzer Linie. Up there in the tree I would also have been safe from the wolves. Die Gesamtheit des Romans ist in 50 Folgen adaptiert und zeigt in lebendigen Details Annes Reise von einer fantasievollen Elfjährigen bis hin zu einer jungen Frau mit all den damit verbundenen Schwierigkeiten. Es ist der zeitlosen Arbeit von Lucy Montgomery unglaublich treu geblieben. Sogar so sehr, dass wir euch diese Show vom ganzen Herzen empfehlen können. I don't mind, I like your chatter. Oh, really? Nummer 3. Highlander. Highlander, die Macht der Vergeltung. Ich meine, zumindest ist es besser als Highlander 2. In einer düsteren Zukunft, in der New York untergegangen ist, durchstreift der unsterbliche Colin das zerstörte Land auf der Suche nach seinem einzigen wahren Erzfeind. Er sinnt seit Jahrhunderten auf Rache. Obwohl es eine seltsame Kombination zu sein scheint, eignet sich die blutige Action ziemlich gut für die ganzen Anime-Klischees. Eine dystopische Zukunft voller Mecha, absurder Schwertkämpfe und halbnackten, vollbusigen Anime-Ladies. Es macht wirklich viel Spaß. Vielleicht hätte das Franchise keinen so schlechten Ruf, wenn dies die einzige Fortsetzung gewesen wäre. But you'd have to be crazy to try it. Show me. Nummer 2. Die Powerpuff Girls. Powerpuff Girls Z. Cartoon Network ist Anime nicht fremd, aber dies ist was ganz anderes. Es ist im Wesentlichen eine Nacherzählung des beliebten Cartoons. Ein Fehler mit Chemikalie X schafft aus Versehen das übermächtige, supersüße Trio von Blossom, Bubbles und Buttercup. Sie versuchen die Bürger da... Nee, irgendwas stimmt da nicht. Das lief anders ab. Ein Mochi-Kuchen fiel in die Mischung, wodurch Chemikalie Z entsteht. Diese erschafft dann das Trio Momoko, Miyako und Kaoru. Diese Superhelden haben die Macht, sich in Transformationssequenzen à la Magical Girl zu verwandeln. Es ist eine interessante Wendung. Wir sollten wahrscheinlich einfach dankbar sein, dass ihnen nicht diese Höschen- und Strumpfbehandlung gegeben wurde. Oh Junge. Nummer 1. Das Tagebuch von Anne Frank. Anne Noniki. Why don't we have an expert solve it? Miss Frank? Yep, das existiert wirklich. Anscheinend mochten die Studios es damals, Geschichten mit mutigen Figuren namens Anne oder Anne zu adaptieren. Nur diese hier wirkt wirklich unangebracht. Ist es also eine schreckliche Adaption? Nun, nicht wirklich. I thought you might like this autumn leaf as a present. Die Animation von Madhouse eignet sich ziemlich gut und der Film zeigt sich von seiner besten Seite, als er die Geschichte von Annes Zeit auf dem Dachboden, ihren verschiedenen Beziehungen und ihrem endgültigen Schicksal zeigt. Es gibt hier und da ein paar Fehltritte mit dem Tempo und fehlenden Inhalten. Dennoch behandelt es eine so schmerzhafte und wichtige Angelegenheit immer noch mit Würde. Calm down. Calm down. It was a nightmare. It's all right now. Stimmt ihr unsere Liste zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaut euch auch diese Videos von WatchMojo Deutschland an und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.